Sanierungsarbeiten in der Rosenkranzkirche in Wien-Hetzendorf. Das Gotteshaus wird für die 100. Wiederkehr seiner feierlichen Einweihung im Jahre 1909 gründlich revitalisiert. Die kleine Siedlung Hetzendorf besteht circa seit dem Jahre 1100 und wurde 1783 zur eigenständigen Lokalkaplanei erklärt. Architekt Hubert Gangl ist damals trotz seiner Jugend bereits ein renommierter Architekt. Er war in einer Partnerschaft mit dem Architekten Felgel. Und im Zuge dieser Partnerschaft hat er die Arbeiten übertragen bekommen für die Erbauung der Rosenkranzkirche. Im noch nicht so lange zurückliegenden Jahr 2008 gehen die Arbeiten an der Rosenkranzkirche vorerst nur langsam voran. Architekt Manfred Hanke setzt auf moderne Hilfsmittel für die leider ewig gleichen Probleme von alten Ziegelmauern. Nachdem verschiedenste Trockenlegungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden können, hat man sich entschlossen, das Ziegelmauerwerk abzuschlagen. Zurück ins Jahr 1909. Hetzendorf hat nun endlich seine neue große Kirche. Und was für eine! Stilistisch eine Synthese von grob gesagt Romanik am Bauwerk und Jugendstilelementen bei der Innenausstattung. Also mir hat sehr gut gefallen in der Kirche die Lourdesgrotte. Wir haben ja auch von unserer Jugend aus dort die Maiandachten gestaltet und unsere Lieder gesungen. Sie wurde immer wunderbar mit Blumen geschmückt. Diese Lourdesgrotte kann ich nie vergessen. Und nun bekommt die junge Pfarrkirche auch ihren ersten Pfarrer, Adolf Sedlacek. Der in Mähren geborene Priester ist 46 Jahre alt, als er im Februar 1910 in Hetzendorf seinen Einzug hält. Und dann kam dieser schreckliche 17. Oktober 1944. Meine Familie war nicht mehr schnell genug, um in diesen Luftschutzkeller zu kommen, ist zu Hause geblieben. Und an diesem Tag hat eine Bombe eingeschlagen in die Taufkapelle. Mit dem Vertrauen in eine bessere Zukunft tritt 1946 ein weiterer Geistlicher seinen Weg zur Rosenkranzkirche an. Der 41-jährige Josef Ernst Meyer wird am 3. März 1946 als neuer Pfarrer installiert. Er war ein berühmter Prediger und im Gestalten war er hervorragend. Ich danke dem, der mir Kraft gegeben hat. Für damalige Gewohnheiten, moderner als modern, ist die Ausführung einer Kirche ohne Presbyterium, dem sogenannten Priesterbereich. Das unterstreicht den Gedanken, welcher auch durch das einheitliche Niveau des gesamten Kirchenraums verdeutlicht wird. Das allgemeine Priestertum der Gemeinde. Bei der Kirchenrenovierung von 1958 hat man eine Ausschreibung gemacht für Bilder für die Kirche. Diese Ausschreibung hat Ernst Fuchs gewonnen. Die Bilder, die Sie sehen, habe ich sehr überraschend als Auftragswerk begonnen. Und in der Pfarre haben sich sehr, sehr viele Menschen gedacht oder sich wahrscheinlich auch gewünscht, dass der Kaplan Hübel aufgrund seiner langjährigen Verdienste die Pfarre übernimmt und leiten wird. Pfarrer Hans Benstorp verwirklicht im Lauf der ersten Jahre ein paar grundlegende, stark gemeindeorientierte, doch immer liturgisch begründete Veränderungen im Inneren der Kirche. Eine Veränderung war, die Kommuniontische wegzuräumen. Und ich denke, dass sich heute dieses Geburtstagskind freut, dass so viele zu diesem Fest gekommen sind. Die Rose in meiner Hand soll ein Zeichen dafür sein, dass Menschen auch im Herbst ihres Lebens ihre volle Blüte erlangen können. Ich wünsche der Kirche, dass sie nie kaputt wird.